Ich. Schöner Haken. Geht rückwärts, macht Doppeldeckung. Körperhaken. Dragojevic etwas im Rückwärtsgang, da war der erste Hide-Kick. Knie. Wieder ein hartes Knie. Harte Knie. Enorme Power hinter. Da darfst du als Fighter nicht stehen bleiben. Da muss Dragojevic dich schnell wegbewegen. Wenn du so Knie nimmst und solche Körperhaken nimmst, dann ist das zerstörerisch. Ja, andererseits, Wittmann macht auch den Druck, geht nach vorne. Eine schöne Linke von Dragan. Interessant, dass Mario die Auslage wechselt. Maja macht Druck, Mario macht Druck nach wie vor. Wittmann im Vorwärtsmarschieren. Ja, auf ihm ruht natürlich auch so diese Erwartungshaltung, weil wenn du ankündigst, ich will mal noch mal hier einen Gürtelkampf haben. Schöne Kombination, das haben wir eben schon gesehen. Aber jetzt geht er zu Boden und das ist das Ende. Ja. Wer hat's gesagt? Kam ganz schnell und das Mazzorakel hat recht behalten. Ja gut, ist halt auch wirklich so gelaufen, wie du es prognostiziert hast. Ja, es ist halt auch so, dass Mario ein Kämpfer ist, der halt auch von Anfang an seine Stärken ausspielen will. Und wenn du da nicht wirklich ein guter Striker bist und dagegen halten kannst, dann wird es verdammt schwer für dich. Weil der hat Power. Du hast doch gesehen, wie die Auslage gewechselt hat. Der kann rechts wie links kicken, der kann rechts wie links schlagen. Und das mit richtig Dampf. Der ist kräftig, der ist dynamisch. Das sieht man hier bei den Kniestößen. Das Knie durch. Da geht noch viel auf die Deckung. Da feuert er zwar schon rein. Oder wie er immer auch sehr gern sagt, ballert. Aber das Knie, das war das volle Ziel. Ich kann als Kämpfer da einfach nicht stehen bleiben. Da musst du dich wegbewegen. Wenn du ein Knie nimmst, wenn du einen Körperhaken nimmst, ist der Kampf vorbei. Wow. Starke Performance von Wittmann. Kann man nicht anders sagen. Und wenn ihr mehr Bock auf We Love MMA habt, dann schaut gerne mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Instagram, TikTok haben wir mittlerweile auch, habe ich gehört. Alles, TikTok, alles. YouTube, wir haben alles. Insta, Facebook. Wahnsinn. Unterstützt die Kämpfer, unterstützt We Love MMA. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, was auch immer. Unterstützt diesen tollen Sport. Ja, vor allem wäre es schön, wenn die Leute auch ein bisschen mal was sagen. Hat es ihnen gefallen, hat es ihnen nicht gefallen? Was ist ihnen so generell aufgefallen? Sei es an den Kämpfen, an den Kämpfern, an den Veranstaltungen. Weil daraus ziehen wir die Informationen. Wo können wir dran arbeiten? Wo können wir dran schrauben? Wer sind vielleicht die? Die wollen sie öfter sehen. Also das ist ja alles etwas, was da miteinander arbeitet. Gerne auch mich anschreiben auf Instagram. Ich nehme jede Kritik mir zu Herzen und dann versuchen wir uns natürlich auch hierbei zu verbessern. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich nehme es diesmal auseinander. Um das ganz klar zu machen, es sind nicht viele, die hier in den Cage wollen mit Mario, aber der hat gesagt, ja, er macht es. Und dafür verdient er Applaus und Respekt an Dragan Dragojevic. Ja, wie gesagt, den Nerv muss man haben. Ja. Keine Frage. Auch dafür natürlich Respekt. Ladies and Gentlemen, das offizielle Urteil. Der Referee stoppte den Kampf in der ersten Runde nach 1 Minute 24 Sekunden due to hartes Einsteigen über die Hände. Wir haben also ein TKO. Der Sieg geht an den Mann von MMA Mundial aus Ingolstadt, Mario Wittmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier rechts neben mir steht er, 1 Minute 24. Das reicht nicht ganz für den schnellsten Kampf des Abends, aber du bist nah dran. Du bist nah dran. Mario und ich, wir verbringen schon eine Weile Zeit miteinander. Wie gesagt, zehnmal MMA? Zehnmal lieber MMA? Ja. In letzter Zeit einen wirklichen Streak. Also alle Kämpfe sehr deutlich, sehr vorzeitig. Was hast du noch vor so? Erstmal danke, Düsseldorf, dass ihr gekommen seid. Danke vielmals. Traumschwiegersohn, ne? Freundlich. Von wegen, der kann auch anders. Noch mehr Leute reinhauen können, aber es war jetzt die letzten drei Wochen ein bisschen anstrengend, Gegner zu suchen, Gegner zu finden. Aber es hat dann trotzdem geklappt. Ja, was steht an? Jetzt erstmal ein bisschen Break, ein paar Verletzungen auskurieren. Es ist tatsächlich mein Jubiläum hier, zehnte Mal, das wusste ich selber gar nicht. Geil. Also ich habe nachgeguckt, kein Scheiß, weil irgendwann kommt man dann auf den Punkt, wo man sagt, kenne ich, warte mal, den kenne ich doch. Ja, es sind 10, es ist zweistellig. Jetzt steht, wie gesagt, erstmal Pause an, dann Oktober safe, Gegner steht auch schon fest. Ein guter Prügler, der sich mit mir einfach nur drei Runden lang fetzt im Stehen. Der ist unter Dach und Fach, das machen wir.
hoffe ich natürlich, dass hier viele Leute da sind und dann wir werden die Kämpfe auch länger dauern. 100%. Naja, also ich würde nicht wetten wollen, aber egal. Mayo, unglaublich komplett im Stand. Das ist deutlich zu sehen. Ich würde sagen, du wirst von jedem Mal zu jemandem ein bisschen schneller. Also vielleicht täuscht das, aber ich würde sagen, ja, die Kombinatorik wird einfach schneller. Trainierst du irgendwie speziell oder was machst du? Ich habe einen bekannten Coach reingeholt, der eigentlich UFC-Kämpfer und Bellator-Kämpfer trainiert hat. Das ist der Coach Angelo aus Stuttgart. Und ich arbeite mit ihm jetzt seit 2 Jahren durchgehend zusammen. Hassliebe, er verflucht mich. Ich liebe ihn, aber er flucht mich. Er braucht viele Nerven mit mir. Und das habe ich geändert. Wir arbeiten kontinuierlich auch Corona-Zeit durch. Und seitdem fühle ich mich auch kompakter. Und das hat eigentlich alles geändert. Ihr habt quasi in der Corona-Zeit im Untergrund... Das ist schon mal geil. Ja, finde ich gut. Wie sieht's aus mit dem Boden? Ich habe dich kennengelernt als Bodenkämpfer. Weißt du das noch? Ja, ich weiß, die ersten Kämpfe waren so, die nicht gelistet sind, waren so Submissions-Dinger. Ja, aber irgendwann habe ich gemerkt, das kommt gar nicht mal so gut an. Das ist ein bisschen langweilig. Die Zuschauer wollen normalerweise Stand and Bang sehen. Ich kann natürlich auch am Boden auch, so ist nicht. Aber ich habe halt einfach keinen Bock drauf. Weißt du was? Ich glaube, das ist der Satz des Abends. Wir lassen es dabei. Ich freue mich auf Nummer 11. Ladies and Gentlemen, applaudieren Sie den großen Kämpfer, Mayo Wittmann.